Jo, Wolf, du ätzender Mann, du hast dich voll verändert, ja? Bist so ein richtiger Dreckspisser geworden, ja? Kommst schon wieder hier mit deinem Drecks-Clickbait, ja? Musst schon wieder irgendwas mit Wrestling in Titel schreiben, weil die Leute deine verschissenen Videos sonst nicht klicken, ja? Du tust ja gerade wieder so, als hättest du... Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich tatsächlich 7 Stunden SmackDown vs. Raw gespielt. Also du könntest jetzt auch einfach in der Videobeschreibung auf den Link und dann auf Play klicken, anstatt mich hier blöd anzumaulen. Generations. Much can be learned from past generations. For past generations write history. They become history. The past may have already been written. But the future awaits a new generation. Wolf Entertainment. Will never be the same. Keine Sorge, meine lieben Freunde, ich interessiere mich nicht wieder für Wrestling. Nein, Leute, ich gucke auch kein AEW. Und ja, Leute, es könnte mir nichts egaler sein als das Comeback von CM Punk. Ihr müsst endlich verstehen, es ist der Sport, der mich nicht mehr interessiert und nicht mehr irgendwelche Promotions oder Entertainer. Nichtsdestotrotz gibt es für euch nach dem unglaublichen Support diesen September nach geschlagenen 6 Jahren das erste vollwertige Wrestling-Projekt wieder für euch. WWE SmackDown vs. Raw, 7 Stunden beste Unterhaltung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nicht nur das, der September war ein voller Erfolg. Wir haben unglaublich tolle Projekte diesen Monat rausgehauen. Für alle, die die Livestreams nicht mitverfolgen, ihr findet dort, Ladies and Gentlemen, zum allerersten Mal Need for Speed Underground 2, Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005, ein vollwertiges Skate 2 Projekt, das allererste UFC Undisputed von 2009. In der Videobeschreibung, im Google Docs Link, findet ihr alle unglaublich genialen Projekte, die allesamt der Hammer waren, auch das neue Kena. Das war die einzige Ausnahme, die ich diesen Monat gestreamt bzw. gespielt habe, weil das Spiel der absolute Hammer war. Wenn ihr mal ein bisschen was Ruhigeres und was zum Chillen braucht, gönnt euch Kena. Es ist ein unglaublich gutes VOD. Fakt ist, dieser Monat war der Hammer und es ist jetzt nochmal die letzte Gelegenheit für euch zu supporten, denn es ist so günstig wie noch nie möglich auf Twitch. Wenn ihr also heute Abend vorbeischauen wollt, ich spiele heute Tony Hawk's Underground, um auch da einen 2021 Playthrough zu machen. Denn auch Tony Hawk's Pro Skater 3 haben wir bereits gemacht, wo ich einen absoluten Speedrun gemacht habe. Och, war das lecker. Es lohnt sich, die ganzen Sachen zu gucken für euch alle. Zusammengeschnitten, auf YouTube hochgeladen, auf meinem Archivkanal. Es war ein großartiger Monat. Vielen lieben Dank dafür und keine Sorge, das Wrestling-Projekt war einmalig. Also traut euch erst gar nicht, nach dem nächsten zu fragen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden nach dieser Ankündigung. Also, ich meine, wir könnten ja nächstes Jahr den Support-Rekord nochmal knacken. Vielleicht gibt es ja dann eine Season Here Comes the Pain.